Right down the line, he takes it, it's a good shot. Ja, als ich gegen Franz Delong zum 2-2 ausgeglichen habe, da habe ich wirklich zum allerersten Mal so 100% dran geglaubt, gegen so einen richtig guten Chinesen zu gewinnen. Das ist ein Gefühl, das ich davor noch nicht so hatte. Als ich es dann geschafft habe, dann habe ich natürlich auch dran geglaubt, auch gegen Suk Sin zu gewinnen und gegen Liang Jingkun zu gewinnen. Auf jeden Fall gibt es unglaublich viel Selbstvertrauen. Darauf arbeitet man hin, sein ganzes Leben eigentlich, um gegen die Besten der Besten zu gewinnen. Jetzt kommt er. Ich wollte ja immer mehr Selbstständigkeit, habe ich damals gesagt. Das ist auch genau das, was ich eben hier in Saarbrücken bekomme. Also ich kann sehr viel selbst bestimmen. Natürlich spreche ich das auch alles mit Bobo ab. Ja, aber ich bin einfach gereift hier, was auch mein Ziel war. Und das hilft mir eben dann auch am Tisch weiter. Also ich weiß genau, was ich bei 9-9 machen muss, dass es meine eigene Entscheidung ist. Ich habe mich hier auch spielerisch natürlich sehr weiterentwickelt, aber vor allem auch menschlich. Das war mir auch eben wichtig gewesen. Ich denke, ohne das geht's nicht. Und ja, fühle mich hier wirklich wie zu Hause. Und dann stimmt dann auch das Sportliche. Ja, als er klein war, hat man schon gesehen, also, dass er ein gutes Gefühl für Tischtennis hat, also, dass er gute Übersicht hat und ja, war sehr fleißiger Junge und ja, man hat schon gesehen, da geht was. Ich sehe es schon gleich, also das ist dieser junge Patrick, den ich kenne, ja, der ist auch so am Boden geblieben, auch jetzt nach diesen vielen Erfolgen, was er schon geschafft hat. Ja, ich sehe ihn einfach als ein ganz netter Junge und nicht nur als ein Spieler von mir, sondern als eine besondere Person, also, den ich sehr mag. Freitag fahren wir. Freitag trainieren. Ich muss halt frisch sein am Samstag. Bobo Kruic, auch seine Frau, war meine erste Trainerin in Höchst damals, wo ich auf Matten noch gespielt habe, weil ich zu klein war. Ja, bedeuten mir sehr, sehr viel. Also Bobo kenne ich auch schon lange, der war früher auch ja, Spieler in Gönnern, wo ich dann auch mit trainieren durfte. Da haben wir schon ab und zu mal zusammen trainiert und da weiß jeder wirklich genau, was der andere denkt. Und hat mir hier schon so viel beigebracht. Gerade meine Vorhand, die geht viel auf seine Karte, weil ich da mich wirklich stark verbessert habe und er mir da sehr, sehr weitergeholfen hat. Und ja, wir verstehen uns sehr gut, wir treffen uns auch ab und zu mal abends, um einfach zu essen. Seine Frau kocht sehr, sehr gut und ja, das tut immer ganz gut. Ja, die zwei Titel bei den European Games, die waren natürlich das absolut große Ziel und natürlich auch sau wichtig für einen selbst, aber natürlich auch für die ganze Nationalmannschaft. Wir können jetzt einfach länger planen, können uns gut vorbereiten auf Olympia und haben wirklich so viel Zeit wie selten vor Olympia. Ja, Patty und ich verstehen uns natürlich auch abseits vom Tisch gut. Wir kennen uns schon sehr, sehr lange. Ja, und deshalb, so kann ein Mix auch einfach sehr, sehr gut funktionieren. Also spielerisch harmonieren wir sowieso sehr gut zusammen. Sie ist Linkshänderin, sieht das Spiel unglaublich gut. Ja, spielt die Gegner so super an, dass ich wirklich da nur noch vollenden muss. Also es ist wirklich sehr, sehr einfach mit der Patty zu spielen. Und außenrum haben wir auch viel Spaß zusammen. Also deshalb denke ich, passt es schon optimal. Erstmal hat jetzt also seinen Platz im Mixed-Doppel, ich hoffe jetzt auch in Mannschaft. Aber okay, langfristig sage ich jetzt mal, das ist jetzt nicht nur für Tokio. Also der kann noch 1, 2, 3 Olympia spielen. Wenn er gut spielt, wirklich, der hat jetzt vielleicht auch das gefährlichste Spiel, auch also gegen Chinesen oder gegen Asiaten. Und was die Chinesen dabei spüren, also, das hat man schon gesehen, auch bei einem Suk Sin, also der hat seine Schläge geworfen dann nach dem Sieg gegen Patrick, das war schon viel Druck. Also das heißt, also, die haben schon Respekt jetzt von Patrick und das ist jetzt auch sehr, sehr wichtig, wenn er im nächsten Spiel gegen dich kommt, also dass die auch schon ein bisschen Respekt haben. Klar, der Plan steht, welche Turniere ich spielen will. Da kommt die Europameisterschaft, was natürlich sehr, sehr wichtig für uns ist. World Team Cup,
die ganzen internationalen Turniere, die einfach auch sehr, sehr wichtig für die Weltrangliste sind, dass man bei Olympia möglichst gut gesetzt ist, um seinen Startplatz dann auch irgendwie zu ergattern. Ja, dann haben wir ja noch die Bundesliga, was auch nicht so ganz unwichtig ist. Also es kommt viel auf einen zu, aber ich versuche so weiterzumachen, entspannt weiter zu trainieren und dann sehen wir, was dabei rauskommt.